Zum letzten Fall. Unternehmerisch tätig sein, sich selbstständig machen. Dieses Ziel haben einige junge Leute im Kopf gehabt, als sie Franchise-Nehmer der Traditionsbäckerei Anker geworden sind. Und jetzt stehen einige vor der privaten Insolvenz und haben sich deswegen an uns gewandt. Sascha Stefanakis hat sich schildern lassen, was da passiert ist. Wien, Simmeringer Hauptstraße 44. Eine Filiale mit Anker-Logo gegenüber einer U-Bahn-Station. Hier gibt es Semmeln, Laugengebäck, Kipferln. An 7 Tagen in der Woche beste Backwaren, auch an Sonn- und Feiertagen. Obendrein eine gute Lage, viel Aufkundschaft, summa summarum ein gutes Geschäft, dachte sich Frau Kühler, als sie sich vor 2 Jahren als Anker-Franchise-Partnerin bewarb und diese Filiale zugeteilt bekam. Ich war dann 3 Monate in Einschulung beim Anker, ja. Und nach drei Monaten nach der Einschulung habe ich dann begonnen dürfen, als Franchise-Nehmer beim Anker zu arbeiten. Und Sie hatten sich von Anfang an zugetraut, hier eine Filiale im 11. Bezirk zu übernehmen? Man hat mir 4 Filialen zur Verfügung gestellt und ich habe mich für die Filiale entschieden. Warum diese? Warum diese? Weil ich in der Nähe wohne. Ja, gut. Haben Sie von Anfang an gewusst, wie viel Umsatz Sie pro Monat machen könnten, wie viele Leute am Tag hierher kommen? Ja, das Problem war, ich war 3 Monate in einer anderen Filiale zur Einschulung und 4 Tage, bevor ich die Filiale übernommen habe, war ich hier. Man hat mir einen bestimmten Umsatz vorgelegt, ja, was man in den Vorjahren gemacht hat. Das heißt, Sie hatten Zahlen von Anker bekommen oder die wurden Ihnen sozusagen vorgelegt. So und so viel Umsatz ist hier möglich oder wahrscheinlich. Genau. Und das war Ihre Ausgangsposition, um diese Filiale dann wirklich übernehmen zu wollen. So ist es. Vor 2 Jahren schloss Frau Kühler den Franchise-Vertrag mit Anker ab. 10.000 Euro Einstiegsgebühr wurden verlangt. 7.000 Euro monatliche Miete fürs Geschäftslokal. 15% des Umsatzes musste sie an Anker abliefern. Und 40.000 Euro Kaution hinterlegen. Die Infrastruktur wurde von Anker bereitgestellt, denn die Filiale wurde jahrelang von Anker selbst betrieben. Doch schon von Beginn an hätten die in Aussicht gestellten Umsätze nicht der Realität entsprochen, behauptet Frau Kühler. Sie hätte machen können, was sie wolle. Die Filiale wäre einfach nicht rentabel zu führen gewesen, behauptet sie. Ich war mehrmals in der Zentrale, ja, und ich habe ihnen gesagt, dass die Umsätze einfach nicht stimmen, die sie mir vorgelegt haben. Ich komme nicht klar mit den Rechnungen und ich habe mir jedes Monat habe ich mal was ausbauen müssen von meiner Familie, dass ich meine Miete bezahlen habe können. Man hat mir jedes Mal geraten, ich soll mein Auto verkaufen. Aber ich verstehe jetzt nicht ganz als Laie, wieso konnten Sie nicht mehr Umsatz machen und dadurch auch mehr Gewinn erzielen, wenn Sie viele, viele Kipferl, Brot, Semmeln etc. verkaufen an jedem Tag? Weil es kommen ja laufend Leute hierher in die Filiale, auch heute. Ja, natürlich ist die Miete, und wenn man die Miete zusammengibt und die variable Pacht, die 15% von meinem Umsatz, das hat mich schon im Monat 13.000 bis 15.000 ausgemacht, ja. Dann habe ich extra Personalkosten, Finanzamt, Gebietskrankenkasse, Warenrechnungen und dadurch bin ich leider halt nie zu einem Gewinn gekommen. Ich habe jeden Monat ein Minus geschrieben gehabt. Hat sie schlecht gewirtschaftet oder schwere Fehler gemacht? Nein, der Fehler liege im System, behauptet jene Anwältin, die Frau Kühler und andere Franchise-Nehmer von Anker bei Gericht vertritt. Also zum einen wurden Aufklärungspflichten verletzt, indem man den Franchise-Nehmern Berechnungsmodelle vorgelegt hat über Umsätze und angebliche Gewinne, die zu erzielen gewesen wären in den entsprechenden Filialen. Es sind ja viele Franchise-Nehmer von der gleichen Situation betroffen. Also war es irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit, dass die Franchise-Nehmer hier Gewinn machen? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, ja. Das wurde von ganz vielen Filialen, die Franchise-Nehmer als Franchise-Filialen geführt haben, ja auch manifestiert, also bewiesen. Thema ist, ich denke, dass die Lohnkosten falsch berechnet worden sind, also dass man hier auch nicht richtig aufgeklärt hat. Den Vorwurf, man hätte sich nicht angestrengt, den kann man den Franchise-Nehmern mit Sicherheit nicht machen. Ganz im Gegenteil, sie haben versucht, durch eigene Arbeitsleistung, aber auch durch eigenes Kapital das zu kompensieren. Eine Möglichkeit ist allerdings, dass Anker allenfalls Filialen, die nicht so gut gegangen sind, eben über Franchise ausgelagert hat, in der Hoffnung, dass ein selbstständiger Unternehmer diese besser führt. Aber auch das hat sich anhand der Parameter, die einfach diese Filialen hatten, war das nicht möglich. Die Produktpalette sei von Anker vorgeschrieben gewesen.
Auch bei der Preisgestaltung habe man keine freie Hand gehabt, behauptet die Anwältin der Franchise-Nehmerinnen. Die Krux in dieser Sache, dass die Franchise-Nehmer nicht in der Lage waren, ihre Preise selbst zu bestimmen, was ja in einem Franchise-Verhältnis, weil Franchise ist ja eine Ausnahme, eine positive Ausnahme eines verbotenen Kartells, diese Preise konnten sie nicht selbst bestimmen. Das heißt, sie mussten den vorgegebenen Preis von Anker nehmen. Und wie hat sich das gezeigt? Indem die Kassen keine Kassen sind, sondern Terminals. Das heißt, du arbeitest nur an einem Terminal, also du kannst nur tippen, ein Kipferl. Und der Preis ist bei Anker hinterlegt. Schauplatzwechsel. Die Filiale von Herrn Özdemir im Gasometer-Einkaufszentrum. Rosige Zeiten seien dem Franchise-Nehmer von Anker 2009 in Aussicht gestellt worden. Doch nach einer kurzen Aufschwungsphase habe sich das Blatt gewendet. Auch hier seien die Umsatzerwartungen, die ihm Anker gemacht habe, unrealistisch gewesen, behauptet der Filialleiter. Zudem habe er mit starker Konkurrenz zu kämpfen gehabt. Jetzt sitzt er auf einem Schuldenberg, kein Rettungsanker weit und breit. Nicht wie ein Unternehmer, eher wie ein Untergebener sei er behandelt worden. Was hat alles nicht so gestimmt oder nicht Ihren Erwartungen entsprochen? Ich habe mich da nie wie einen Unternehmer gefühlt. Das war dann mein großes Thema. Wir haben ja unsere Firma gegründet, wir sind ein Unternehmer von auf dem Papier, aber ich habe mich nie so gefühlt, weil von Ankerseiten waren wir wie eine verlängerte Hand, so wie einen Filialleiter. Anker widerspricht vehement. Von falschen Berechnungen könne keine Rede sein. Das Anker-Franchise-Modell sei erfolgreich. Frau Kühler und Herr Özdemir hätten die Aufgabe unterschätzt, wären überfordert gewesen, hätten vorsichtig gesagt, schlecht gewirtschaftet. Sowohl Frau Kühler als auch Herr Özdemir beziehen ihre Waren nicht mehr von Anker. Sie befinden sich in einem Rechtsstreit. Die Franchise-Verträge wurden längst aufgelöst. Beide Ex-Franchise-Partner haben eine Räumungsklage bekommen und in erster Instanz verloren. Doch deren Anwältin will dagegen ankämpfen und plant, eine Schadenersatzklage gegen Anker einzubringen. Ja, wie geht's jetzt weiter? Darüber wollen wir im Studio reden. Und wir begrüßen neben der Frau Güler die Anwältin der Ex-Franchise-Nehmer, die wir im Beitrag gesehen haben, Frau Dr. Freigner. Schönen guten Abend. Und diskutieren werden wir auf der Gegenseite mit Frau Dr. Nina Ollinger, der Rechtsanwältin von Anker. Und an ihrer Seite steht Christoph Riedl, Franchise-Manager von Anker. Vielleicht nur ganz schnell zu Beginn, Sie kennen sich da beide gut aus, wenn man Franchise definieren müsste. Ein Franchise-System ist eine Partnerschaft zwischen dem Franchise-Geber, der eine Geschäftsidee zur Verfügung stellt. Anker da in dem Fall. Und auch die Marke Anker zur Verfügung stellt. Demgegenüber steht der Franchise-Nehmer, der dieses Wissen, das wird als Know-how-Transfer bezeichnet, nutzen kann, die Marke nutzen kann und hier tätig werden kann. Dazu vielleicht, also wichtig ist diese Partnerschaft, dieser Einklang zwischen Geben und Nehmen. Es gibt auch dieses Wort Fair Play im Franchising, was immer wichtiger wird. Das heißt, es muss Gegenseitigkeit herrschen. Und dieses Fair Play, haben wir jetzt im Beitrag gehört, sei verletzt worden. Zentraler Vorwurf, Aufklärungspflichten seien verletzt worden. Die Zahlen über Umsatzerwartungen, das, was man damit erwirtschaften kann mit so einer Filiale, die seien nicht realistisch gewesen. Also dazu muss man sagen, dass diese Filialen vorher als Eigenfilialen von Anker geführt wurden. Dadurch gibt es auch gewisse Informationen über diese Filialen. Die werden mit den Franchise-Nehmern geteilt. Es gibt hier keine Umsatzversprechen, es gibt auch keine Gewinnversprechen. Das ist so im Franchise-System. Das heißt, der Franchise-Nehmer selber bleibt ja Unternehmer, muss seine Entscheidungen selber treffen, insbesondere wie viel Personal stellt er an, welches Auto fährt er, wie viel Ware bestellt er und wie macht das. Waren das vielleicht Filialen, wie auch angedeutet wurde im Beitrag, die schlecht gegangen sind und wo man seitens Anker einfach versucht hat, die loszuwerden und einem Franchise-Nehmer zu übergeben? Also bei Anker steht Fairness an oberster Stelle. Wir waren immer fair zu unseren Franchise-Partnern. Man sieht es auch, wir haben langjährige Franchise-Partner im Unternehmen mit 15 bis 20 Jahren und wir haben immer saubere und ordentliche Zahlen vorgelegt. Wenn ich da kurz ausführen darf, es gibt eine fixe Pacht und eine variable Pacht. Die fixe Pacht ist das, was eine Frau Güler oder ein Franchise-Nehmer ohnehin bezahlen müsste, um einmal selbst ein Geschäftslokal in einem Einkaufszentrum, in einer Einkaufsstraße zu haben, inklusive Strom und dergleichen. Das heißt, anhand der fixen Pacht verdient Anker noch kein Geld. Auch das Geschäftslokal ist voll ausgestattet. Das ist alles in der fixen Pacht drinnen. Anker als Franchise-Geber, der die Marke zur Verfügung stellt, verdient erst an der variablen Pacht, an dem, was drüber ist. Das ist die Franchise-Gebühr, die jeder Franchise-Nehmer zu bezahlen hat, um dieses System nutzen zu dürfen.
Frau Dr. Freigner, wo setzen Sie Ihre Kritik an? Ja, also es gibt im Wesentlichen drei Kritikpunkte. Das erste sind die Berechnungsmodelle. Ich habe zur Veranschaulichung auch heute ein solches mitgebracht, also mehrere für mehrere Franchise-Nehmer. Der zweite Kritikpunkt sind die überhöhten Pachtzinse. Anker schreibt selbst interessanterweise in seinem Handbuch, dass durchschnittlich die Miete bei 10% des Nettoumsatzes liegt. Mehr als eine Miete von 15% des Nettoumsatzes rechnet sich nicht für einen Ankerstandort. Die Berechnungsmodelle, die entgegen jetzt den Äußerungen der Frau Kollegin Ollinger den Verträgen beigelegt worden sind, das bedeutet auch, dass sie bindenden Charakter erwirken, Pachtzinse zwischen 34,9%, 31,7%, 31,4%, 28,8%. Das sind alles Zahlen von Ihren Mandanten. Das Sie vertreten, glaube ich, sieben oder acht. Ich vertrete sieben bis acht und mit dreien haben wir jetzt auch anhängige Verfahren. Mhm. Das sind die konkreten Berechnungsmodelle, die auch den Verträgen beigelegt sind. Die wurden von der Frau Kollegin auch in einem Gerichtsverfahren sogar vorgelegt im Rahmen eines Vertrages. Lass mal damit kurz replizieren. Bitte gerne. 7.000 ja. Euro Pacht für eine nicht so große Filiale in der Simmeringer Hauptstraße, da reißt es einen als Laien wie mich schon. Und man denkt sich, wie wird man das erwirtschaften können? Das Franchise-System von Anker bietet wesentlich mehr, als vielleicht andere Franchise-Systeme am Anfang bieten. Es gibt hier nicht einfach ein leeres Geschäftslokal, sondern hier ist eine Ausstattung drinnen. Das heißt, mit dieser Pacht wird auch die Inneneinrichtung mitbezahlt. Man geht dort hinein, man hat keine Investitionen. Wenn Sie jetzt ein leeres Geschäftslokal pachten, dann zahlen Sie diese 7.000 Euro inklusive Betriebskosten und dann legen Sie nochmal 150 bis 200.000 Euro drauf, damit Sie überhaupt einmal starten können. Das ist eine Investition, die hier gar nicht zum Tragen kommt. Und an der Stelle muss ich noch eines dazufügen. In den Verträgen von Anker ist eine dreimonatige Kündigungsfrist drinnen. Das ist für Franchise-Systeme irrsinnig kurz. Es hätte jeder, auch die Frau Güler, wenn sie sagt, es passt ihr nicht, jederzeit kündigen können. Das hat sie aber nicht getan. Frau Güler. Darf ich mich dazu äußern? Ich habe am 1. Juni die Filiale übernommen, war in August schon das erste Mal in der Zentrale nach zwei Monaten. Was auch im Handbuch drinnen steht, dass, wenn sich eine Filiale nicht rentiert, ja, dass man einer Franchise-Nehmerin eine andere Filiale zur Verfügung stellen muss, wenn sich die Filiale nicht rentieren tut. Habe ich mehrmals angeboten, hat man mir aber nicht zugestellt gehabt. Mhm. Weil ich investiere, ich beginne. Also Sie waren in der Filiale, also in der Zentrale von Anker und haben gesagt, das rechnet sich nicht, das geht sich nicht aus, gibt es mir eine andere Filiale, ich probiere es dort auch einmal. Was mir aber auch vertraglich zusteht. Herr Riedl, oder? Ja. Wir sind der Frau Güler sehr wohl entgegengekommen. Sie hat zwei Monate die Pacht nicht bezahlen müssen. Und danach hat sie gar nichts mehr bezahlt. Weder die Pacht noch die Ware. Und somit mussten wir dann die Warenlieferung stoppen. Entschuldigung. Was ich noch immer nicht ganz verstehe, ist, wenn da jetzt wirklich 7.000 Euro Miete oder Pacht verlangt werden, dann alle anderen Kosten, die Sie erwähnt haben, Sie haben, glaube ich, von 12.000 oder 13.000 Euro... 13 bis 15.000. Das ist aber alles zusammen. Da sind die 7.000 schon Kosten. Drinnen. Ja. Ist das mit Semmeln und mit Gebäck und mit Weckerln zu erwirtschaften? Ist sehr wohl möglich. Man sieht es eben bei den anderen Franchise-Partnern. Die machen es seit knappe 20 Jahren. Und wenn wir so unfair wären, würde es nicht funktionieren. Also es gibt andere Franchise-Partner, sagen Sie, die davon leben können. Die halt vielleicht andere Standorte wahrscheinlich. Ja, sicher sogar haben. Frau Freigner. Ich würde kurz noch zu dem Berechnungsmodell gehen, weil es gibt ja noch zwei andere wesentliche Punkte. Bei dem Berechnungsmodell kommt ungefähr am Ende zwischen 3.000 und 4.000 Euro raus, was dem Franchise-Nehmer überbleiben soll. Was hier aber nicht berücksichtigt ist, ist die entsprechende Abgabenpflicht, nämlich Sozialversicherung und dann auch noch Steuern. Telefon-Kfz ist nicht berücksichtigt, auch Versicherungen fürs Geschäft sind nicht berücksichtigt. Und wir wissen auch aus dem Räumungsverfahren, dass die tatsächliche Miete, die Anker zahlt, 30 bis 50% ausmacht von dem, was weiterverrechnet wird. Also es gibt einen groben Aufschlag, was jetzt was den Fixmietzins betrifft oder die Pacht und dann natürlich auch wieder mit der Ausstattung argumentiert wird. Ja, nur wenn ich die Ausstattung als Investition sehe, dann ist die Investition natürlich nicht mit dem laufenden Erlös zu kompensieren bzw. zu verdienen. Und vielleicht liegt der Aufklärungsfehler auch da, weil wenn natürlich jetzt jemand kommt und selbst 200.000 Euro investiert und hat dann diese Erlöse und keine umsatzabhängige Pacht, dann ist es allenfalls, wenn es sich amortisiert, aber ich gehe mal davon aus, es amortisiert sich auch bei den anderen nicht, eine andere Situation.
Das ist einmal das Thema mit dem Berechnungsmodell. Wir haben ja viele Berechnungsmodelle vorliegen und ich weiß auch von allen anderen Franchise-Nehmern, dass einfach unterschiedliche Konditionen vorliegen. Und Sie wissen genau, Frau Kollegin, dass in Franchise-Verträgen es nicht zulässig ist, dass man Franchise-Nehmer ungleich behandelt, auch wenn Sie das jetzt zum Lächeln anregt. Und darf ich noch eins ausführen, was sehr wesentlich ist. Entschuldige, dass man nur einen Punkt nach dem anderen abhandelt. Das gehört noch zum Berechnungsmodell, zu den Lohnkosten. Anker verwendet den Kollektivvertrag für Gastro, also für Gastronomie. Ja. Tatsächlich ist aber der Handelskollektivvertrag anzuwenden. Okay. Und natürlich habe ich dann bei der Gastronomie keine Zuschläge für Sonntagsarbeit und für Feiertage. Unsere Franchise-Nehmer haben sich konform verhalten und natürlich den richtigen Kollektivvertrag angewendet. Dadurch sind natürlich auch die Lohnkosten höher. Und das wurde am 20.06.2012 auch kommuniziert. Und die Filiale ist bis heute unbeantwortet geblieben. So, ich würde da gerne replizieren drauf. Und zum ersten einmal sagen, Franchising ist die Möglichkeit, schlüsselfertig eine Existenz aufzubauen. Es ist aber nicht so, dass das Franchising dem Franchise-Nehmer alles abnimmt. Die Zahlen, die hat er im Vorfeld, soweit sie Anker zur Verfügung standen, bekommen. Die kann er selber prüfen und dann muss er selber seinen Businessplan schreiben. Den schreibt nicht der Franchisegeber. Das würde ich an der Stelle gerne anführen. Niemand wird gezwungen, Franchising zu machen. Ich kann das verstehen, wenn Sie da ein emotionales Problem haben, wenn es nicht so gelaufen ist, wie Sie es gerne hätten. Die Frage ist nur, wer hat daran Schuld und ist das jetzt Anker? Und diese Frage werden wir hier heute ohnehin nicht klären. Fakt ist, dass Sie vor einem Jahr im August 2016 aufgehört haben, irgendetwas zu zahlen. Anker selber ist Pächter. Sie sind Unterpächter. Anker bezahlt monatlich Tausende Euros, hat einen Schadenersatz von Tausenden Euros und seit einem Jahr zahlen sie nicht. Dann haben wir monatelang versucht, Vergleiche herbeizuführen, bis es dann endlich zur Entscheidung kam, gut, jetzt geht's nicht mehr, wir bringen die Räumungsklage ein. Sie hätten Monate Zeit gehabt, um sich etwas anderes zu überlegen, wie man es lösen kann. Gehen wir noch zur Ungleichbehandlung der Franchise-Nehmer. Das war auch ein Vorwurf. Ja, also grundsätzlich weiß ich nicht genau, worauf Sie darauf abzielen, weil die Pachtzuschläge im Wesentlichen ähnlich sind. Es sind ja auch unterschiedliche Geschäftslokalgrößen. Also eine Ungleichbehandlung, so wie Sie das sehen, das ist, sind Behauptungen, die Sie aufstellen, die ich so nicht verifizieren kann. Die können Sie schon anhand der Berechnungsmodelle verifizieren, weil die vier sind schon unterschiedlich. Gut, der Vorwurf war jetzt, es sind seit wann? Seit 2016, sagen Sie, keine Zahlungen mehr geleistet worden, Frau Dr. Freigner. Ja, also wir sehen eine Schadenersatzforderung von 2,3 Millionen alleine nur von den drei Franchise-Nehmern. Wir sehen uns daher nicht veranlasst, noch irgendetwas zu bezahlen, ganz im Gegenteil. Um es nur kurz zu erklären, Sie wollen von Anker 2,3 Millionen Euro für drei Franchise-Nehmer, weil denen durch Anker ein Schaden erwachsen wäre. Es ist so, Anker hat einen sehr vehementen Kartellrechtsverstoß begangen, nämlich Festpreise zu verlangen. Was verboten ist im Franchise, ist, dass man einen Fixpreis verlangt bei den Waren. Das heißt, die Franchise-Nehmer sind nicht in der Lage, ihre Preise selbst zu bestimmen. Das ist das größte No-Go im Franchising, was es gibt. Und dieser Verstoß bewirkt rechtlich, dass die Verträge nichtig sind, ex tunc, und die Rechtsfolge daraus leitet sich dahingehend ab, dass sämtliche Leistungen rückabzuwickeln sind. Die Franchise-Nehmer haben jetzt im Fall des Özdemir, er hat alleine 1,4 Millionen an Pachtzinsen bezahlt. Ziehe ich jetzt davon die Miete, Betriebskosten ab, die ihm anzurechnen sind, weil die hätte er auch zahlen müssen, wenn es keinen Vertrag gäbe, verbleiben immer noch 1,278 Millionen. Und das ist die Forderung, die jetzt aufgrund dieses Kartellrechtsverstoßes im Raum steht. Aber da gibt es noch keine Klage. Bei den Räumungsverfahren, die, glaube ich, Anker wiederum angestrengt hat, gibt es ein Urteil der ersten Instanz. Ein stattgebendes Urteil für Sie. So ist es. Ich muss jetzt nur mal kurz zurückweisen. Also, dass hier irgendwelche Fixpreise im Raum stehen, das ist einfach eine Behauptung, die so nicht stimmt. Auch die Rechtsausführungen, die Sie haben, sind leider Fixpreise für Waren, die vorgegeben würden. Das ist nicht korrekt. Auch haben wir über das Thema Nichtigkeit der Franchise-Verträge, Frau Kollegin, in zwei Gerichtsverfahren, die Sie verloren haben, miteinander diskutiert. Diese Franchise-Verträge sind gültig. Was nicht mehr existiert, da haben Sie recht, das ist ein aufrechtes Vertragsverhältnis. Ihre Mandanten haben auch spannenderweise in dem Moment, wo Sie die Vertretung übernommen haben, aufgehört, die Pacht zu bezahlen, sind rechtsunwirksam in den Geschäftslokalen drinnen und meinen jetzt 1,2, 2,5, ich weiß nicht, variiert, an Schadenersatzzahlungen zu haben. Klage haben wir keine am Tisch.
von der Gegenseite. Die haben Sie angekündigt, glaube ich. Wir werden diese Forderungen in den laufenden Verfahren compensando einwenden und es werden sich auch andere Behörden mit dem Thema des Kartellrechtsverstoßes beschäftigen. Dann werden wir uns das ansehen. Und Sie können mir aber erklären, weshalb Sie davon ausgehen, dass es keine Festpreise bei Anker gibt. Wie kann denn ein Franchise-Nehmer einen Preis selbst festlegen? Na, fragen wir mal die Frau Güller, wie war das mit den Preisen? Wer hat die Preise Ihnen festgesetzt? Konnten Sie dafür für Gebäck kreativ werden und Aktionen und Ähnliches leider ausrufen? Nicht. Leider nicht, weil es wurde von der Zentrale aus auf die Kassensysteme raufgespielt. Mhm. Ich war auch schon mehrmals in der Zentrale, weil zwei Stationen weiter die Filiale Aktionen ab 17 Uhr 50% auf das Gebäck hatte. Ich war auch zweimal, ich habe auch E-Mails dazu. Das war auch eine Ankerfiliale? Ja, auch eine Ankerfiliale. Man hat es mir nicht erlaubt, weil ich habe sowieso nicht auf der Kasse. Ich wollte, dass man es raufspielt, dass ich ab 17 Uhr auch meine Ware um 50% billiger verkaufen kann. Habe ich aber nicht können, hat man mir nicht erlaubt. Und es war einfach Touchscreen, ja. Man hat es nur so bedienen können, aber so Eingriff auf die Kassen hat man keine gehabt. Okay, Herr Riedl, abschließend, wir müssen auf die Uhr schauen und die Diskussion dann beenden. Welchen Einfluss hat jetzt der Franchise-Nehmer auf die Preisgestaltung? Die Frau Güller sagt keinen. Doch, sehr wohl. Es gibt genügend Franchise-Partner, was eigene Aktionen durchführen, eigene Werbung, Werbungsaktivitäten. Und hätte sie die Semmeln um 50% minus ab 17 Uhr auch verkaufen dürfen? Natürlich, ja. Wir haben die Mails. Wie hätte sie das denn gemacht? Es funktioniert, man sieht es bei den anderen. Kann man da vielleicht darauf hinweisen, dass es ein wöchentliches Rundschreiben gibt, wo auch extra drinnen steht, dass das unverbindliche Preisempfehlungen sind, vielleicht da auch noch eine Aufklärung, die sind gültig, Frau Kollegin, genauso wie Aktionen gültig sind. Das ist ein Angebot an den Franchise-Nehmer, das können Sie annehmen oder eben nicht. Und wenn Sie etwas anders wollen, sind Sie Unternehmer und treffen diese Entscheidungen selber. Genug Franchise-Nehmer haben das gemacht. Vielleicht noch eine Replik dazu. Ja, nein, ich hätte gerne eine Frage, wie man das machen soll. Wie soll man den Preis eingeben in die Kasse? Ich stehe nicht vor Ort vor der Kasse. Herr Riegler, das wissen Sie vielleicht. Wie gibt man den Preis dann in die Kasse ein, wenn alles von der Zentrale angeblich bestimmt ist? Es wird eingespielt. Wie wird das heißt, eingespielt? Sie, das hätten wir schon längst klären können beim aufrechten Vertragsverhältnis. Es wird über die Zentrale eingespielt und die Preise sind veränderbar. Die Frau Güller hat das nicht in Anspruch genommen. Stattdessen ist sie seit einem Jahr drinnen, verursacht Anker, vielleicht wollen wir das auch noch sagen, einen Schaden von bislang 150.000, 200.000 Euro. Und sie werden halt darauf warten, wie die zweite Instanz entscheiden wird. Das ist mir klar. Es gibt ein Urteil, das ist nicht rechtskräftig, aber inhaltlich korrekt. Frau Güller, Sie wollten noch was sagen. Stimmt, dass ich seit einem Jahr die Miete nicht zahle, weil Anker mich seit einem Jahr nicht mehr beliefern tut. Ohne Ware werde ich auch die Miete nicht zahlen können. Ich bin 29 und dank Anker, werde ich bald insolvent gehen müssen. Ich glaube, es gibt viele Unternehmer, das die gerne es. Gratis in ich einem Geschäftslokal Geld verdienen acht wollen. Pächter. Acht Pächter, die bei der Frau Dr. Feigner sind. Ich glaube, die Zahl ist ein bisschen überhöht, soweit ich informiert bin. Ich kann nur sagen, dass es Strafanzeigen gegeben hat gegen Anker. Alles eingestellt, noch bevor irgendetwas begonnen hat. Und es gab eine Anzeige gegen die Gebietskrankenkasse, auch alles eingestellt, bevor es begonnen hat. Ich stelle fest, es gibt wechselseitige Vorwürfe. Sie sagen, dass Ihre Mandanten Geld von Anker zu bekommen haben. Anker behauptet, dass die Franchise-Nehmer Geld bezahlen müssten. Es gibt ein laufendes Verfahren und ein erstinstanzliches Urteil für Anker im Räumungsverfahren. Wir werden die Sache gerne weiter verfolgen und würden uns natürlich auch freuen, wenn man all diese Konflikte außergerichtlich lösen könnte und nicht jahrelang prozessiert. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Ihnen für die Diskussion, dass Sie sich dieser Diskussion gestellt haben, dass Sie uns auf den Fall aufmerksam gemacht haben. Wir bleiben an der Sache weiter dran.